Fast 12 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Es ist endlich soweit. Alan Wake 2 wurde offiziell angekündigt von Remedy. Und es war jetzt keine große Überraschung, dass diese Ankündigung kam, weil sie da eigentlich schon so ein bisschen drauf hingearbeitet haben. Und bevor ich ein paar Gedanken so zu der Ankündigung in dem eigentlichen Spiel irgendwie sage, wollte ich nur mal kurz darauf eingehen, dass ich wirklich diese Art der Ankündigung und wie sie jetzt auch dazu hingeführt haben und dass sie es angekündigt haben, wirklich hervorragend finde. Also wenn man sich das mal anguckt, so wie man ein Spiel ankündigt, dann ist das, glaube ich, die beste Art und Weise, wie man das machen kann, weil zuerst einmal, wie sie darauf hingearbeitet haben, ne? Es gab ja schon mehrfach die Äußerungen und die Wünsche von Remedy, von Sam Lake natürlich auch, dass sie das machen wollen. Sie hatten ja auch schon selber Footage nicht geleakt, aber quasi veröffentlicht, wo sie gesagt haben, das haben wir damals genutzt, um unsere Ideen für ein Alan Wake 2 zu präsentieren, wo viele dann auch genutzt wurden für American Nightmare, was ja so ein kleines Mini-Sequel-Abenteuer irgendwie nach dem Ende von dem ersten Teil dann war, was auch so ein bisschen nochmal am Gameplay was geschraubt hatte und ich auch richtiger, also wie vom Hauptspiel eigentlich auch Fan von bin. Und da natürlich immer weiter auch, ne, so kleine Easter Egg-Sachen drin gehabt. Selbst in Quantum Break gab es ja so ein Mini-Video dazu. Es gab diese Tafel an dem College, wo nochmal über so ein paar der Theorien gesprochen wurden. Und dann natürlich, als Control rauskam, dass dann Alan Wake Easter Egg in dem Spiel selbst vorhanden war, dass es dann einen der DLCs gab, wo das eben auch zusammengeführt wurde, so ein bisschen die beiden Welten davon, was ja auch die Abkürzung von dem DLC, der auch als die Alan Wake Expansion gelesen werden konnte. Und das heißt, da war schon viel mit dabei. Dann kam halt die Nachricht, oh, Remedy haben die IP von Alan Wake jetzt nun zurück. Die Serie gehört ihnen komplett. Das Remaster wurde angekündigt, kam dann eben in diesem Jahr raus. Und eben auch nochmal so diese News, dass Remedy für Epic jetzt zwei Spiele eben macht. So ein kleineres und ein größeres. Und gerade als dann auch nochmal das Remaster rauskam von Alan Wake, war ich so, okay, also ne, wir haben jetzt so viele Sachen drauf hingearbeitet, da wird definitiv etwas kommen. So, du baust nicht diese ganzen Referenzen und den extra DLC ein in Alan Wake, in Control, um diese beiden Welten zusammenzuführen, zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Remedy-Universum und machst dann noch einen Remaster, was ja hauptsächlich dafür auch da ist, um neue Leute in diese Serie eben reinzuholen. Dass jetzt vielleicht Personen, die nur mit Control Kontakt hatten und jetzt interessiert sind daran, oh, jetzt kommt das nicht. Alan Wake war zwar immer gut verfügbar, es ist, glaube ich, immer noch im, ich weiß gar nicht, ob es nur war oder mal oder immer noch ist im Game Pass sogar, die normale 360-Version war ja immer verfügbar. Auf dem PC war das auch sowohl bei Steam als auch bei Epic Problem. Ich glaube, bei Epic war es sogar mal auch eines dieser kostenlosen Spiele mit dabei. Aber trotzdem jetzt nochmal zu sagen, okay, wir machen jetzt es noch einfacher auf allen Plattformen, jetzt eben auch auf PlayStation-Plattformen, das Spiel verfügbar zu machen. Und dann die Ankündigung mit einem, ich bin normalerweise jetzt nicht so der Freund von irgendwelchen cinematischen Trailern, aber in dem Fall haben sie es ja wirklich nur kurz gemacht. Der Trailer ist ja auch extra so diese Metanarrative am Anfang ein. So, okay, wir wissen, Alan Wake 2 ist eine ziemlich lange Zeit her. Es hat auf einem Cliffhanger geendet, was zwar an sich die Handlung des ersten Teils abschließt, aber natürlich sehr viel offen hält für den zweiten Teil. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen und der Trailer geht auch direkt darauf ein und sagt, ne, das, was man dann vielleicht erwartet oder bekommt, ist nicht das, was man sich ursprünglich vorgestellt hat. Und das gilt sowohl für uns eben als die Leute, die das Spiel dann eben mögen und darauf warten, aber eben auch für Remedy selbst, deren Ziel, vielleicht nicht Ziele, aber so die Vorstellungen und Ideen zu dem Spiel eben stark geändert haben. Sam Lake hatte es gab noch so ein kleines Interview, ich glaube bei IGN oder so, wo er auch noch gesagt hatte, aus diesem ursprünglichen Video, was sie auch gezeigt haben, wo sie ihre Ideen zu Alan Wake 2 präsentierten, ist eigentlich so gut wie gar nichts mehr in dem aktuellen Spiel drin. Aber was bei der Ankündigung noch hervorragend war, ist, dass sie dann direkt gesagt haben, okay, dieses Spiel ist für 2023 geplant. Wir haben es jetzt angekündigt, wir sind soweit in der Planung schon sicher, dass wir damit rechnen können, dass es 2023 kommt. Es kommt auch nur für aktuelle Systeme, also für Next Gen. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht noch damit rumboxen, dass es irgendwie für alte Konsolen irgendwie so kommen muss. Und wir haben direkt die Info,
dass wir das erste Gameplay in einem halben Jahr jetzt sehen werden. Also das dann wahrscheinlich bei der E3, entweder auf der Microsoft- oder Sony-Konferenz, wahrscheinlich dann das erste Mal Alan Wake 2 das Gameplay gezeigt werden. Und das ist hervorragend, weil wir, so ist, ich habe jetzt überhaupt gar kein Bedürfnis davon, direkt was zu sehen oder die Sorge zu haben, weil man das wie so einen Plan schon gelegt hat. Ne? Man war darauf vorbereitet, dass es irgendwie kommt. Es war jetzt trotzdem schön, diese offizielle Ankündigung zu haben, aber dann direkt zu wissen, hey Leute, wir machen jetzt, ihr braucht euch gar nicht jetzt irgendwie Gedanken machen, sondern das kommt 2023, ist noch ein bisschen hin, aber dann wisst ihr es schon mal und wir sagen direkt, dass es in einem halben Jahr zum Sommer dann auch den ersten Gameplay-Reveal geben wird. Und dann ist man so, ach, ja schön, dann braucht man, ne, es ist jetzt nicht so wie so ein Bayonetta-Ding, wo so Bayonetta 3 angekündigt und dann, was ist mit diesem Spiel? Keiner weiß es. 4 Jahre später, oh, hier ist mal ein Trailer, what the fuck? So, das ist die Art und Weise, wie man das ankündigen sollte. Also da muss ich wirklich mal sagen, das ist somit die beste Art von vorne bis hinten, wie ich es gesehen habe. Jetzt zum eigentlichen Spiel. Da könnt ihr mir jetzt sagen, Björn, was kannst du denn dazu irgendwie großartig sagen? Es gab ja nichts wirklich zu sehen. Und ja, das stimmt auch. Aber basierend auf dem, was gesagt wurde, fand ich es trotzdem mal interessant, so drüber zu philosophieren, weil das, was Sam Lake auch bei der Awardshow dann gesagt hatte und was es auch in dem Interview später zu hören gab, ist, dass sie Alan Wake als Action-Game auch bezeichnen. Und das ist ja etwas, wofür Remedy bekannt ist. Also sei es jetzt eben Max Payne, Alan Wake, Quantum Break oder Control, das sind actionlastige Spiele. Alan Wake natürlich jetzt auf jeden Fall ein bisschen weniger und gerade auch verglichen mit dem mit diesem Mini-Sequel American Nightmare, das ist noch deutlich actionlastiger als Alan Wake und ich finde es auch wirklich super, also schöne Weiterentwicklung. Aber Alan Wake 2 soll jetzt wirklich Survival-Horror sein und das macht mich so ein bisschen, ich hoffe, sie meinen es in dem Sinne, wie es damals von Capcom, also explizit auch Shinji Mikami, benutzt wurde bei dem ersten Resident Evil oder generell bei der frühen Resident Evil Serie, dass Survival Horror vor allem daraus ausgelegt ist, auf das Resource Management eben. Und dazu gehört dann auch in gewisser Weise noch das Kampfsystem. Und meine Sorge wäre es jetzt natürlich, wenn sie jetzt sagen, oh, wir gehen jetzt in die Schleichrichtung und du hast keine Waffen und du hast nur so ein Licht und kannst Leute vielleicht blenden und sonst was irgendwie machen. So, keine Ahnung, ein komplettes Spiel draus machen, wie der beispielsweise Evil Within 1 DLC gewesen ist. Und das fände ich wäre halt eine richtig traurige Richtung reinzugehen, weil für mich das immer so mit das größte Problem war von sehr vielen Horrorspielen, so seit dieser in Anführungszeichen, ich will nicht sagen Renaissance, weil das würde implizieren, dass die deutlich besser gewesen wären, sondern zumindest diese Wiederkehr, so eine neue Phase von Horrorspielen, gerade eingeführt durch Amnesia, The Dark Descent und dann eben auch später PT, dass sehr viel Horror ausgelegt wurde auf, oh, du schleichst jetzt nur rum und machst zwar hier und da vielleicht mal ein paar Rätsel, aber du bist die Angst kommt dadurch, dass du den Kreaturen komplett ausgeliefert bist, aber eigentlich bin ich denen ja nicht ausgeliefert, sondern ich weiß immer, dass ich wegrennen muss. Ich muss nie Entscheidungen treffen, wirklich, sondern ich weiß, dass ich weglaufen muss und für mich war das teilweise eher nervig als irgendwie interessant und ich muss bei einem richtigen Survival-Horror an sich mit dem Resource-Management wesentlich mehr in meinem Kopf behalten die ganze Zeit. Halt, ne, zu gucken, wo muss ich hingehen, was nehme ich mit, was sind meine Ressourcen, die ich noch habe, was könnte auf mich zukommen, lohnt es sich, den Kampf anzugehen oder vielleicht doch weiterzugehen und eben auch abzuwägen, okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel es schaffe, den Gegner mit weniger Schüssen zu bewältigen, dann habe ich noch mehr für später, im Gegensatz zu, ich laufe jetzt einfach nur vorbei und gucke, dass ich vielleicht nicht gesehen werde. Und da ist es mehr, die Entscheidungen beziehen sich immer nur auf den jetzigen Moment. So, was ich jetzt in dem Kampf mache oder was ich jetzt bei dem Monster mache, hat weniger Auswirkungen langfristig, als wenn ich wirklich mit mehr Ressourcen da zu tun habe. Das heißt, basierend aber auch auf der Erfahrung, die Remedy eben hat, gehe ich eher davon aus, dass sie in diese klassische Survival-Horror-Richtung reingehen und vielleicht doch so einen eigenen interessanten Weg finden,
ein Kampfsystem zu erstellen, so wie ich auch fand, dass das erste Evil Within eine interessante Art und Weise hatte, ein Kampfsystem zu machen. Das würde wahrscheinlich auch etwas sein, was sie, ne, wenn man das jetzt mit Alan Wake vergleicht oder so, noch zu sehr actionlastig ist auf jeden Fall. Das heißt, das würde reduziert werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, in welche Richtung sie reingehen. Sie hatten jetzt noch nicht bestätigt, ob das Ganze First Person oder Third Person sein wird. Es wird auf jeden Fall die eigene In-House-Engine weiterhin benutzen. Das, obwohl es ein Epic-Spiel, also in Zusammenarbeit eben mit Epic ist und von denen finanziert, dass es trotzdem die In-House-Engine weiterhin benutzt und jetzt nicht Unreal Engine 4 oder sogar Unreal Engine 5. Und ich weiß natürlich jetzt, ne, nichts von der Engine selber, aber sie haben sie ja extra entwickelt, um ihre Art von Spiele zu machen. Und die Art von Spiele, die sie gemacht haben, sind immer Third-Person-Spiele gewesen. Da haben sie die meiste Erfahrung. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass auch die Engine mehr darauf ausgelegt ist, dass sie mehr Erfahrung darin haben. Kann natürlich sein, dass sie jetzt auf First-Person gehen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass sie es weiterhin in der Third-Person halten werden, was ich persönlich auch präferiere. Basierend eben auch auf dem, welche Horrortitel und die Spiele davon mir gefallen. Aber ich sage nicht, dass beides nicht funktionieren wird, aber trotzdem, ich gehe einfach mal schwer davon aus. Und in der Third Person aber auch, wenn es auch diese direkte Steuerung ist, das habe ich jetzt auch in den vergangenen Survival-Horror-Spielen, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, gerade wenn du mehr in diese starke Entscheidungsrichtung und weniger actionlastig gehen willst, ne? Also wenn du es mehr wie vielleicht ein klassisches Resident Evil als ein Resident Evil 4 haben willst, dann ist es in der Third Person trotzdem, oder auch in der First Person natürlich, aber mit einer freien Steuerung auf jeden Fall etwas Schwieriges, sobald du gerade Schusswaffen eben dabei hast, weil das normale Zielen das oftmals eben auch ein bisschen erleichtert oder zu leicht macht. Die Alternative wäre natürlich dann, die Ressourcen so weit zu beschränken, dass trotzdem die ganzen Schüsse relativ gut sitzen müssten oder du neue Möglichkeiten findest, gegen die Leute zu kämpfen, sei es jetzt im Nahkampf oder eben bei Alan Wake, weil ja die, ich nehme mal an, dass dann Licht weiterhin eine große Rolle spielen wird mit dabei, weil zum Beispiel, ich meine, Last of Us hat ja auch gezeigt, wie man die Kämpfe mit weniger Ressourcen gut gestalten kann weiterhin, dass es mir als Spieler eben die freie Möglichkeit gibt und auch den Skill überlässt, das Ganze zu schaffen, aber dennoch das Ganze, also die Ressourcen und Kämpfe so auslegt, dass ich dennoch stark überlegen muss, was ich jetzt als nächstes tue. Und ich bin da generell einfach nur mal gespannt. Nur es ist immer die Sache, nicht so einfach auszulegen, weil gerade, ne, diese Diskrepanz zwischen ich kann sehr einfach ziehen oder kann relativ leicht zielen, kann relativ leicht die Aktion durchführen und mich eben vielleicht auch ganz gut bewegen. Das ist ja auch noch etwas, was die Restriktionen bei den älteren Resident Evils dann auch sehr dabei helfen, eben diese Spannung in den Kämpfen aufzubauen, dass es dadurch ein bisschen einfacher ist. Bei Resident Evil 2 Remake zum Beispiel, wo man sich ja frei bewegen kann, haben sie es dann so gemacht, okay, du kannst dich zwar frei bewegen, aber deine Bewegung ist trotzdem sehr stark reduziert und eingeschränkt. Das Zielen in den Spielen ist nicht ganz so einfach, wie es beispielsweise in Resident Evil 4 der Fall ist. Und natürlich auch, dass Gegner wesentlich mehr Schaden einstecken, was jetzt für mich persönlich nie immer die beste Lösung, der beste Lösungsansatz ist, vor allem wenn es dann das Nutzen von oder beziehungsweise das zufällige Nutzen in dem Fall von kritischen Treffern so ein bisschen stärker in den Vordergrund legt. Also, ne, jetzt im Beispielsfall von Resident Evil Remake 2, dass wenn du die Pistole benutzt, einen Critical Hit direkt den Unterschied macht zwischen ich benutze vielleicht teilweise sogar nur einen Schuss, kriege einen Critical Hit, habe eine Menge Ressourcen gespart, plus ich weiß, dass der Gegner sofort tot ist eben. Aber trotzdem, ne, dieses Spiel muss um diese Spannung und dieses Resource Management und die Entscheidungen zu fördern, muss es einen trotzdem in gewisser Form einschränken. Ich kann nicht mit der Steuerung und der Agilität eines Resident Evil 4 irgendwie versuchen, das in Resident Evil 2 Remake, ne, mit den wenigen Gegnern, mit dem klaustrophobischen Level-Layout und eben auch das Pacing, was davon verlangt werden will, das irgendwie so 1:1 transferieren. Und da bin ich bei Alan Wake 2 halt wirklich gespannt, in welche Richtung sie das ziehen werden. Aber ich vertraue Remedy auf jeden Fall dabei, dass sie da was Interessantes machen. Und ich würde vor allem hoffen, dass, also mein
das, was ich am meisten will, ist einfach, egal wie das Kampfsystem oder das System generell aussieht, dass es mich zu Entscheidungen zwingt, dass es interessante Entscheidungen, viele Entscheidungen gibt, dass ich Kämpfe oder zumindest die Encounter auf sehr viele Arten und Weisen angehen kann, dass auch die Entscheidungen, die ich dann dort treffe, langwierige spielerische Folgen haben. Ich rede nicht von irgendwelchen, ich treffe Entscheidungen und das hat langwierige Auswirkungen auf die Narrative. Das will ich gar nicht. Ich will die von Sam Lake vorkreierte, hervorragende Handlung haben, weitergeführt bzw. in neue Richtungen geführt. Aber spielerische Entscheidungen, die Langzeitfolgen mit sich ziehen, das will ich haben. Und natürlich, dass es auch einen am liebsten hätte ich ja, dass es mich vollkommen überrascht mit seinen Gameplay-Mechaniken, dass man dieses Lichtsystem aus dem ersten Teil hoffentlich weit, also wenn sie merken, okay, es bringt einfach nichts, wir müssen das in eine neue Richtung ziehen, okay, aber ich fand, das war selbst in Alan Wake 1 in den Kämpfen eine ganz eigene Art und Weise, damit zu agieren, ne? Dass gerade wenn mehrere Leute auf einen zugekommen sind, man die Aufmerksamkeit teilen musste, wie man das Licht einsetzt, weil die Gegner konnten ja erst Schaden zugefügt werden, wenn man sie mit genügend Licht ausgesetzt hat, was ja meistens dazu führt, also meistens bedeutete, dass man die Taschenlampe eine längere Zeit auf sie eben halten muss. Und das war ein einzigartiges System, was ich in der Form auch noch nie in einem anderen Spiel mehr gesehen habe. Ne, jetzt natürlich nicht in dem Fall von Licht, aber auch in dem Fall von einer anderen Mechanik, die ähnlich fungiert. Zumindest fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Und da eine neue Interpretation zu finden, die halt mehr in diese Survival-Horror-Richtung geht. Ne? Also vor allem die Ressourcen einzusetzen. Vielleicht machen sie es dann nicht mit einer Taschenlampe und Batterien, wo es auch immer so ein bisschen seltsam wirkte. Ich weiß auch nicht, wie das damals die beste Energizer-Werbung war für Batterien, die nach 2 Sekunden irgendwie leer gehen. Keine Ahnung, ob sie es in eine andere Ressource machen. Ne? Das ist wie, das ist sowas, was machen wie in den Kämpfen bei The Evil Within mit den Streichhölzern. Dass sie es vielleicht auch in der Form von Lampen machen, die Öl benutzen oder sonstigen Kram, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt davon und das war die Ankündigung, die ich, wie gesagt, am besten fand, wo ich zwar nicht überrascht war, aber froh bin, dass wir jetzt die offizielle Bestätigung haben, dass ich die Gewissheit habe, 2023, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, wo es sich auch für ein Horrorgame am ehesten lohnt, dass ich dann Alan Wake 2 spielen werde und ich werde auf jeden Fall nochmal darüber sprechen, wenn sie dann einen Gameplay-Reveal machen und dann darüber ein bisschen nachdenken konnte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ich da, oder dass wir da in dem Fall, eine sehr interessante Survival-Horror-Erfahrung kriegen, die sich natürlich sowohl von der Narrative als auch von den spielerischen Elementen abhebt. Und würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, was ihr jetzt von dem Reveal generell haltet oder was auch eure Hoffnungen oder sogar Befürchtungen dann eben sind. So, was sind die Sachen, die ihr auf gar keinen Fall in einem Alan Wake 2 sehen möchtet und was sind die Sachen, die ihr vielleicht sehen wollt oder in welche Richtung es sich bewegen sollte. Also einfach mal eure Eindrücke generell würde mich mal sehr interessieren, weil ich bin da ja mit meinen eigenen Wünschen, gerade im Survival-Horror-Bereich, sehr in meinem eigenen Kopf drin. Schreibt es mir einfach mal gerne runter in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in einem nächsten Beitrag. Bis dann. Bye, bye.